Hey, ist ihr Evox und willkommen zurück bei Let's Play Fallout 4. Den alten Finn abserviert hat. Bin es zu Nein. Wenn man es sich mit dem Bürgermeister verscherzt, passiert so etwas eben. Ja. Ja, willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind hier in Good Neighbor und helfen gerade immer noch MacCready bei seiner Quest. Ich habe hier einen Haken. Seinen Sohn zu retten, weil der wohl krank ist. Später wird jemand eifersüchtig und dann wird jemand erschossen. Und wir haben... Ich hab nichts zu verschenken. Die gehen mir alle auf den Sack. Keine Seitensprünge mehr? Zumindest für eine Weile nicht. Nein. Und jetzt sollen wir zu Daisy. Warte mal. Mal die Waffe wegpacken, ne? Wir sind ja freundlich. Hey, Daisy. MacCready. Dich habe ich ja ewig nicht gesehen. Du gehst mir doch wohl nicht aus dem Weg. Wie könnte ich jemand so süßem wie dir aus dem Weg gehen, Daisy? Du bist ein lausiger Lügner. Aber ich spiele jetzt einfach mal dumm und tue so, als wüsste ich das nicht. Also, was wolltest du? Ich hab es, Daisy. Ich hab das Heilmittel für Duncans Krankheit gefunden. Oh mein Gott, das sind ja wunderbare Neuigkeiten. Wie hast du das geschafft? Bei deinem letzten Versuch hätten dich die wilden Ghule fast aufgefressen. Ich war nicht allein. Mein Partner hier hat mir geholfen, in MedTech zu überleben. Jetzt muss das Heilmittel nur noch zu Duncan. Kannst du mir dabei helfen? Natürlich, MacCready. Du hast mir mehr als einmal den Hintern gerettet. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Schon in Ordnung. Vertrau mir. Ich schwöre, dass Duncan das Heilmittel bekommt. Wie hat mir Creedy dir denn geholfen? Damit habe ich kein Problem. Wenn das hier verloren geht, musst du ewig mit der Schuld leben. Wenn mir Creedy dir vertraut, reicht mir das. Wie hat mir Creedy dir denn geholfen? Wie hat MacCready dir denn geholfen? Es ist nicht einfach, in einer Stadt wie Good Neighbor ein Geschäft zu führen. Sagen wir es so, ich hatte so einige unfreundliche Kunden und MacCready war da und hat sich um die Situation gekümmert. Wenn das hier verloren geht, musst du ewig mit der Schuld leben. Wenn das hier verloren geht, musst du ewig mit der Schuld leben. Keine Angst, das geht schon nicht verloren. Das Heilmittel kommt auf die erste Karawane, die das Commonwealth verlässt. Der Fahrer schuldet mir ein paar Gefallen. Und er ist zuverlässig. Wird nicht lange dauern, bis es bei dir zu Hause ist, MacCready. Danke. Du bist ein Schatz. Hey, tu mir einen Gefallen. Pass für mich auf MacCready auf. Er ist einer von den Guten. Ach, du machst dir den Krach. Hm? Cappy-Frau? Na, schmeckt's? Ja. Ja? Ich hab mit dir geredet. Scheint, als hätten wir einen neuen Freak, der sonst nirgendwohin war. Dankeschön. Ich bin gerne ein Freak. Alles andere wäre doch langweilig. Ich war noch nie sonderlich gut mit Hammer und Nägeln. Mal bist schon wieder hier, klar, Schiff machen, ne? Einmal die Bude durchputzen, damit es da drin nicht mehr nach Kotze stinkt, so. Ja, jetzt geht's weiter. Ich weiß gar nicht, was wir machen wollen. Ist das aufregend. Aber ich habe mir auf jeden Fall geschworen. Ich weiß, ich bin abhängig. Ich bin abhängig? Ja, wie... Gibt's hier einen Arzt? Kann ich das fragen? Was war das gerade? Oh, ich habe was weggeschmissen. Hups, hab nicht mehr gesehen. Das war nur ein Kaugummi, was ich verloren habe. Alles okay. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob es hier einen Arzt gibt, der mich davon befreien kann. Aber ich weiß das natürlich nicht so genau. Und zu einem Händler wollte ich auch mal, ne? Was bist du denn? Bist Wenn du ein Arzt? Wenn du durch das Tor trittst, zeigt das, dass du für jede Situation die passende Waffe. Jagd, Selbstschutz, kaltblütiger Mord. Heißblütiger Mord. Handeln, ja. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Mord und Totschlag zu Sonderpreisen. Wuhu! Wartet mal, ich will mal ein bisschen wieder gucken, ob ich hier was ver... Kyro.
den Gehstock zum Beispiel. Kannst du haben. Kampfgewehr, Kampflinte. Oh, ich habe ja jetzt hier ein besseres, ne? Jagdgewehr, das wollte ich auch loswerden. Ich kann Jagdgewehre nicht ab. Impulsgranate, das benutze ich doch nie. Kampfflinte, eigentlich müsste ich eine davon verkaufen, wenn ich ehrlich bin. Die macht mehr Schaden. Aber hat auch weniger Reichweite und weniger Präzision. Ich bin mir so unsicher. Kleidung, das hatten wir ja alles weggeschmissen, was wir nicht mehr brauchen. Diverses, mein Schrott. Cleo, erstmal gucken, ob wir hier irgendwas an... was wollten wir eigentlich? Ja. Muni kann man immer gebrauchen, ne? Oh ja. Was kostet ein Fusionskern? Das ist immer so ultra teuer, ne? Brauchen wir im Moment aber auch nicht. Ich glaube, die hier brauchen wir ja immer, ne? Für unsere, warte mal. Schrot. 45er. 5 56er. Und 45er, okay. Ja, die nehmen wir auch. Und 45er. Richtig? Aber dann nehme ich nicht alle. Huni. Das reicht. So. Aber ich wollte noch mal gucken, ob er sowas hat wie, nee, so Hilfsmittel hat er gar nicht. Schitte. Jo. Tschüss, Cleo. Aber ich kann auch mit Daisy reden, fährt die irgendwas? Schleppst dir einiges mit dir rum. Verkauf lieber was davon Daisy. An Daisy. Wenn du hier bist, um was zu verkaufen, dann erzähl mir bitte nicht, dass es ein altes Familienerbstück ist. Ich bin wahrscheinlich älter als das, was du mir da andrehen möchtest. Klar. Klar. Ich schau's mir an. Denk daran, keine Rückgabe, kein Umtausch und keine Todesdrohungen. Ja, ja, ist okay. Daisy. Hat sie tatsächlich. Aber erstmal gucke ich noch. Was hat sie denn so an Munition? Ach komm, wir werden müssen das Geld ja irgendwo mal loswerden. Hilfsmittel. Sie hat hier sogar so ein Ding. So viel kostet das? Nein. Egal, wir müssen unsere Abhängigkeiten loswerden. Beziehungsweise hier gibt es bestimmt einen Arzt, aber ich weiß nicht wo. Versuch mal im Hotel Rexford. Oder? Ich bin durch, lass mich Arzt. Oh, kann ich hier klauen? Oh. Hallo. Ich wollte nur ein bisschen gucken. Was? Ist die Kehle trocken? Dann geh rüber in Third Rail. Ich brauche einen Arzt. Ich weiß nicht, ob es hier einen gibt. Ah, das ist... Das ist so doof. Hier war ja Bubi, ne? Bubi. Ja. Habe ich hier mal einen Arzt gesehen? Ich weiß es nicht. Ja,
einer Bar wird bestimmt. Im Hotel Rexford gibt's Zimmer, falls du was Bequemeres als einen Schlafsack auf dem Boden hast. Ich will einen Arzt. In Good Neighbor kümmert man sich selbst um seine Probleme. Oder man wird umgebracht. Hi. Du hast Glück, dass der Bürgermeister Fremde mag. Wir brauchen einen Arzt. Die Hülle der Erinnerung, da gab's auch keinen Arzt, soweit ich weiß. Was glotzt du denn so? Ja? Netter Pip-Boy, Schwester. Pass gut auf den auf. Das ist mein ganzer Stolz. Was ist hier? Mülleimer. Verschwinde! Hier gibt es nichts zu sehen. Und wenn ich doch näher komme? Hau ab! Was dann? Ach, hier geht dich nichts an. Verschwinde! Ich möchte dir die Kauleiste ein! Okay. Ja, ihr habt Glück, dass ich Stress mag. So nicht, Freundchen. Gerade fing es an, mir Spaß zu machen. Niemand behandelt mich so. Das ist klar. Habt ihr euch mit der falschen Frau im Blechnest angelegt? Nur, dass ihr Bescheid wisst. So. Es hat sich unglaublich gelohnt, sich mit mir anzulegen. Hätte das einfach mal gelassen. Ach, ich nehme jetzt einfach dieses Addictl. Jetzt geht's mir wieder super prächtig. Ah. Sieh da mal. Was machen wir denn jetzt? So. Auf Werkstätten? Egal. Haben wir gar nicht mehr so viel. Bau Miele auf. Wollen wir mal gucken, ob das jetzt mittlerweile geht? Das ging ja nicht, weil es so buggy war. Ja, auf ein neues, ne? Mal gucken, ob es jetzt geht. Ich bezweifle es zwar, aber who knows. Und? Was habt ihr so Schönes gemacht? Ah ja, interessant. Ich auch. Da sind wir wieder. Mal gucken, ob hier die Tür jetzt aufgeht. Na toll. Jetzt geht's. Wir müssen Miele aufbauen. Ich denke mal oben irgendwo auf dem Dach. Ich hoffe, dass jetzt hier keine Raider drin sind. Ich habe da eigentlich alle erledigt. Ja, aber natürlich, sie sind einfach wieder, haben sie hierher gebeamt. Sie leben jetzt wieder. Zeig mir, was du drauf hast! Ich spüre, dass uns jemand beobachtet. Da drüben! Auf sie! Mit Gebrüll. Ah, die Licht, diese Lichtverhältnisse sind schon ziemlich cool. Das bei uns hier erledigt. So, ich werde jetzt hier aber jetzt nicht alles durchsuchen nochmal, weil... Vorsicht! Was läufst du da auch rein? Was stimmt denn nicht mit dir? Was stimmt denn nicht mit dir?
Ach, ist das alte Zeug was wert? Ja. Waffe entsichern. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Und dann? Schluss mit lustig! Oh, im Einkaufswagen. Das nenne ich mal einen bestätigten Abschuss. Das ist ja fies. Weißt du, jetzt, wo ich so viel Schrotmuni gekauft habe, finde ich jetzt Tausende. Aber ja, wäre klar. So, wir müssen nach oben. Okay, das ist nicht oben. Du lebst noch? Nein. Oh Mann, komm zurück, ich hatte gerade voll den Spaß. Voll den Spaß. Ein paar EP kann man auch noch mitnehmen, ne? Wenn die ja nicht knauserig. Upsi. Upsi Daisy. Na, uff. Wie schön. Ah, wie schön. Hm. Mit dem Besen schrubbe ich dir gleich das Maul. Nichts mehr zu sehen von Ihnen. Da bin ich doch. Guck, guck. Wer hat dir Stress gemacht? Ich will jetzt nur nach oben. Ich hab gehört, irgendwer macht hier Stress. Hm? Bist du das? Volle Breitseite. Ja, und jetzt ist nur noch rosa Nebel da. Du hast ja schon viel Scheiße dabei. Oh, Gottes Willen, hast du mich erschreckt. Mann! Ah, oh, dann brüllt die auch noch so. Oh. Ja. Karma, ne? Es gibt Suppe. Da ist nichts mehr. Ich will nur nach oben. Lass mich alle in Ruhe. Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Griechischer Wein. Oh, jetzt geht's ab. Oh. Oh, beim Schlafen. Das ist übel. Das ist übel. Ja, tut mir leid. Ja. Einen Topf gibt's auch. Das war gemein. Ich geb's zu. Aber das war bestimmt auch Karma. Stimbag. Was war das? Du wirst langsam paranoid. Da ist nichts. Genau, hör auf deinen Kumpel. Klebebandrolle. Oh, safe. Meistersafe. Naja, klar. Aber wir haben ja noch 99 plus, also alles okay. Ich bin ein bisschen. Geschafft. Ah, das hat sich doch gelohnt. Die EP sind es mir aber wert, egal was da drin ist. Aluminiumdose. War fast da. Das habe ich alles schon gemacht. Ich habe so ein Déjà-vu. Das finde ich an Fallout 4 echt nicht cool, dass man so schon gesäuberte Bereiche nochmal säubern muss. Ich meine, ich kann es verstehen, dass sich vielleicht neue Leute hier ansiedeln und sowas, aber ganz ehrlich, das sind jetzt genau die gleichen. Das sind keine neuen, die sich hier reingesetzt haben, sondern ja, als wäre das nie passiert, dass ich sie ausgelöscht habe. Ja, das zackt schon ein bisschen hart. Von den blauen Bergen kommen wir. Entschuldigung. Oh, Splittergranate ist, glaube ich, ganz gut. So, hier sollen wir jetzt Mila aufbauen. Sehe ich das richtig? Oh. Fein. Fein. Na, McGreedy? Wollen die Sterne beobachten? Komm, hier, ich schenke dir auch einen Teddy. Warte. Wo ist er denn? Teddybär? Oh. Hier für dich. Da. Da! Ja, was gibt's?
Hoffe, das hilft. Beziehung. Ich wollte mal fragen, wie es deiner Meinung nach zwischen uns läuft. Ich wollte nur mal fragen, wie es deiner Meinung nach zwischen uns läuft. Bei dir zu bleiben war wohl die richtige Entscheidung. Was meinst du? Was meinst du? Ich muss es dir ganz ehrlich sagen. Mir ist eine Felsdecke über den Kopf lieber. Das war alles. Das ist erstmal alles. Von mir aus. Ja, läuft super zwischen uns. Sehr romantisch hier oben auf dem Dach. Ach nee, der ist ja verheiratet. Ah, habe ich schon wieder ganz vergessen. Lass uns gehen, MacReady. Wir sind jetzt Bros for life. Was muss ich jetzt eigentlich machen? Was ist das hier? Nee, das nicht. Lass uns mal hier hinreisen. Boah, wo sind denn hier Feinde? Das sind keine Feinde. Das sind alle Gulasch und Suppe und Eintopf. Kann ich jetzt schnell reisen? Voll nervig. Ein Kleiderbügel. Ist hier noch irgendwas Cooles? Natürlich nicht. Oh, raus hier. The fence. In the defense. Ich bin ein wenig müde. Ich bin der müdeste Mensch, den dieser Erdenball je erblickt hat. Immer. Und grundsätzlich. Hält mich das davon ab, wach zu bleiben? Nein, natürlich nicht. So, oh, was ist da hinten? Wer seid ihr? Oh nö, ich hab keinen Bock drauf. Komm, beam mich hoch, Scotty. Findest du Kämpfe zu schwer oder zu leicht? Du kannst die Schwierigkeitsstufe jederzeit ändern. Teilweise sind die Kämpfe schon ein bisschen leicht geworden, muss ich sagen. Ich dachte aber, es liegt daran, dass ich jetzt halt von der Ausrüstung und vom Level her besser bin. Sind wir auf leichter? Wir sind eigentlich auf normal. Ich habe auf normal eingestellt, aber es kommt mir so vor, als wäre es leicht. Die Chamäleon-Todeskralle? Der will ich nie begegnen. Niemals. Jeder Begleiter hat seine eigenen Vorlieben und Abneigungen. Sie reagieren auf eine bestimmte Aktion mit Respekt. Ja, habe ich schon gemerkt. MacReady mag nur die komischen Sachen. Hast du da hingemacht? Nein? Ja, ich war offen. So, wir müssen da hin. Komm, MacReady, sonst stecke ich dich in den Briefkasten. Komm. Sind wir hier richtig? Ob du wirklich richtig stehst? Geschenk. Ja. Du hast das Geschenk ausgepackt. Schauen wir mal, was drin ist. Das werden wir gleich sehen. Sind wir hier richtig? Was ist das? Ein bisschen höher auf jeden Fall. Aber an sich sind wir hier, glaube ich, schon richtig. Ich hab das alles im Griff! Na toll, er fängt hier Stress an und ich muss wieder regeln. Was für eine Zeitverschwendung. Ja. Oh Gott, was meine Güte, was ist denn. Was ist das hier? Ist das ein Bienenstock voller Supermutanten? Da kommen die da einfach alle so raus wie die Lemminge. Ja. Das kann ich auch, wie ein Verrückter ballern. Warte ab. Hund.
Der Hash steckt aber auch viel ein. Du. Spacko. Wer ist das da? Oh ne, jetzt kriegt's ja immer mit Ghoul zu tun. Der hat keine Arme. Keine Arme, keine Kekse. Das ist der falsche Tag, den wir jetzt bekommen. Hier ist voll der Krieg. Krieg! 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 Lady, sie haben da was an der Brust. Oh. Jetzt ist weg. Ist okay. Ein bisschen aufgedreht. Okay, müssen wir hier hoch? Oder wo müssen wir hin? Hm? Die haben hier Leuten aufgelauert. Wie ist mir? Oh Mann. Zoom rein. Zoom rein. Kochstation. Jemand hat mir gesagt, ich kann aus Gemüsestärke Kleber machen. Geht das hier oder muss man hier Gemüse stehen? Ah. Verwertbares. Ich habe doch Gemüsestärke. Ach so. Ich verstehe. Hier kann man Gemüsestärke machen. Aus Gemüsestärke kann man Kleber machen. Ah, ja, das macht Sinn. Aber warum sollte man aus Gemüsestärke Kleber machen können? Oh, ich mag mein Blechnest. Ja, McReady, wo willst du denn hin? Bis in die Endlichkeit und noch viel weiter. Okay. Deine Mutter. Sind wir hier richtig? Ich glaube ja. Das heißt, wie bitte? Was? Nee, da müssen wir nicht hin. Wo müssen wir denn hin? Da irgendwo. Oh, McReady. Die gehen mir nur leicht auf den Sack. Oh. Da war. Nee, da war gut. McReady nicht runterspringen. Ich glaube, wir müssen hoch. Guck hier. Hey. Hey. Das ist voll cool hier. Wo bin ich? Und wo ist jetzt diese Tür? Da. Oh, da. Was zum? Oder? Noch höher. Okay. Da irgendwo. Hör mal auf zu nerven, ey. Du nervst voll hart. Oh, es kann sein, dass es hier wieder ruckelt. Ey, ich verfluche OBS dafür, ne? Das läuft bei mir so scheiße. Das Spiel ruckelt null. Und mit anderen Aufnahmeprogrammen ist es auch null Problemo. Keine Ahnung. Es nervt so hart. Oh, ich esse eine Blume. Leck mich am Arsch, OBS. Leck mich am Arsch. Ich will jetzt da runterspringen. Godzilla ist da. Der streckt sich nur. Der hat mich nicht gesehen. Wir sind immer noch nicht da. Was ist das? Tschüss. Ich war nie hier.
Das ist hier Supermutantengebiet. Man merkt's. Es ist nämlich so heimelig eingerichtet, daran erkennt man das. Diese wärmespendenden Öfen. Musstest du da unbedingt drauf treten? Willst du mich verarschen? Die Delmeritalitäten. Das hätte ich mit Absicht gemacht. Mein Bein ist im Eimer. Ja, gut so. Geschieht dir recht. Toll. Meine Beine sind auch im Eimer. Hab ich rumgeheult? Hier waren wir doch schon. Ich hoffe, es hat nur dich getroffen. Na komm, wir fahren einfach. Leerer Blutsach. Theaterviertel? What the heck? What the heck, heck? Guten Tag, liebe Freunde. Bitte steigen Sie ein. Nochmal dabei sein, nochmal frei sein. Auf geht's, geht's, geht's. Und jetzt rückwärts. Warum dauert das so lange, verdammt? Trommelwirbel. Hier fliegt eine Fruchtfliege. Komm her. Na komm in meine Arme. Ist das Spiel jetzt hängen geblieben? Das ist doch verdächtig lang. Für eine kleine Ladesequenz. Das dauert nicht lang. Tut mir leid, Hundi. Das sieht aus, als hätte es wehgetan. Tut mir leid, Hundi 2. Läuft irgendwas Großes. Hier! Hier drüben! Oh, mein Knie ist... Schmerz! Uah. Oh, ich bin gleich tot, warum auch immer. Es ist mir ja echt ein Rätsel, warum ich fast tot bin. Ich dich finde, dich aufreißen. Wer schießt denn? Seit wann habt ihr Laserpistolen? Ja, ganz neu. Schon wieder habe ich so wenig Energy. Aui, aui. McCready, mach auch doch mal was. War das Deutsch? Weiß ich nicht. Kronkorken. Mach Platz. Los, brav. Er hat auch brav Platz gemacht. Puh, was ist hier eigentlich passiert? Was haben die hier errichtet? Utopia oder was? Das ist ja richtig... Alter, das ist ja hier Ground Zero. Was ist los? Was ist verkehrt mit euch? Das sieht aus wie ein Friedhof und ein Atomlager zugleich. Wir müssen irgendwo rauf. Und
Jackpot Hub 63. Also sind wir doch verkehrt. Wir müssen da, glaube ich, wieder rein. Aber. Nicht aber. Hey, hey, hey. Hey. Wir können über alles reden. Hey, die sind ein bisschen übel. Ja, ich will auch nicht schnell reisen. Ist alles okay. Komm, fall runter. Yo, Touchdown. Da muss ich. Wo? Was war das? Wo ist? Ich muss mal ganz kurz, glaube ich, das Tier wegmachen, damit mich das nicht verwirrt. Okay, MacReady, nochmal. Wir gehen hier nochmal rein, weil der Name ist schon richtig. Ich glaube vielleicht. Müssen wir nach oben? Hier geht's wieder raus, oder was? An sich sind wir schon richtig. Ich gehe mal nach oben. Doch bevor ich das mache, machen wir hier ein Folgenpäuschen und wir gucken in der nächsten Folge, wie wir jetzt da hochkommen und was das Hub 63 ist, 360, und ob wir noch mehr Mutanten treffen. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Beam.